Hesse ist die Heimat von Kuttebrunse, Kappesbattele und hessische Messerstäche, von Hanebambel, Schiffschaukelbremse und babische Hustegutz hier. Gut, es gibt immer wieder so Babsäck, die sagen, ach, Ton haben wir auch. Die sagen, ja, klar, hier die Hesse, ja, hab ich von gehört, vielleicht doch ein Irrtum von der Evolution. Anderen sagen, ja, klar, hier die Hesse, da hat lieber Herrgott, hat er Wett verloren. Das sind Babsäck, die wohl keine Ahnung haben. Und der eine sagt so zum anderen, ey, hörst du das mal? In ihren Kater, der hat meinen Pitbull auf dem Gewissen. Wie dann das? Der ist gerade erstickt. Welche grammatikalische Form ist der Satz, du hättest niemals geboren werden sollen? Und da hat angeblich über die Hälfte geantwortet, präservativ defekt. Aber angeblich glaubt die Mehrheit der hessischen Schüler, dass mittlerweile Schwangerschaftsabbrüche im Familienbuch in der Rubrik entfernte Verwandte eingetragen werden. Es gibt ja jetzt immer mehr so Seniorenwohngemeinschaften, also Körperwelten reloaded. Seniorengemeinschaft, das ist da, also da hocke mittags um drei schon immer gern sieben Rentner am Küchentisch und spiele mit sechs Gebisse Reise nach Jerusalem. Gestorben ist er im Odewald. Oh ja. Und was willst du da sonst machen? Ne? Wobei man sagen muss, er hat einen schönen Tod gehabt, also ganz ruhig und friedlich ist er eingeschlafen, nicht so hektisch wie sein Beifahrer. Eintracht Frankfurt, wir kommen nicht drum rum. Also die Geschichte von Eintracht Frankfurt ist nun mal eine einzige Erfolgsgeschichte. Entschuldigung. Das war noch nicht der Gag. Deutscher Meister, UEFA-Pokalsieger, viermal Pokalsieger, 48 Mal nicht abgestiegen. Und gut, ich meine jetzt, ja im Moment wieder, also ja, es sind immer wieder so Zeiten, wo man sagt, willst du die Eintracht oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Neben mir steht noch so ein Schweizer, ich sage, hier, hör schon mal, Bob, weißt du, wann hier die nächste Straßenbahn fährt? Und der guckt mich nur an und sagt kein Wort und guckt alles auf den Boden. Ich denke, was hat er da? Ist da ein Fahrplan vergraben oder was? Und nach vier Minuten spricht er zu mir und sagt, na, ich weiß das nicht, genau. Aber das kann nicht mehr lange dauern. Ne? Die Schienen sind schon da.